Was geht ab, wie geil soll, und willkommen zurück zu Arizona Sunshine 2, meine lieben Freunde. Viper geht's. So, mal gucken, was jetzt hier alles so passiert, ne? Old Dutchman. Kommen wir jetzt in irgendeiner Mine oder was? Wie in Arizona 1 Dutchman. Die Dutchman-Mine. Kommen wir da hin oder eher nicht so? Well, this is cozy. Bin ich ja mal gespannt, ey, ob wir ein Wiedersehen wieder in der Mine haben, aber ich kann es nicht vorstellen. Aber Dutchman? Das ist so ein Ding. Oh fuck. Jetzt geht's, glaube ich, hier ziemlich zur Sache. Wegen der Mucke. Was ist denn hier los? Good dog. Ja, einfach mal durchschnetzeln hier. So, nach vorne. So. Das war's denn schon, oder wie? Aha. These tents are military issue. Maybe we're not as far off track as I thought. What? Damn. Bud of you, huh, bud? Schick. Schick, schick. Aber erstmal hier looten, ne? So, nehmen wir alles mit hier. Ein Revolver. Ja, gerne. Dafür wechseln wir mal denn die Fumme hier. So. Und wir können hier Granaten herstellen und ein bisschen Fleisch haben wir ja auch. Nehmen wir mal einmal die gute alte Splittergranate mit. Und dann bitte ein Molotow. Molotow. My favorite cocktail. Wait a sec. Die müssen wir noch nachladen. So. Buddy, du könntest ja eigentlich rein theoretischerweise hier. Guck mal, ja? Come here, Buddy. Die Pistole mitnehmen. Die ich dann sowieso nicht mehr benutze. Dann kannst du denn ein bisschen rumballern, ne? Verstehst du? Ja. Oh Mann. Einfach weiter jetzt hier. Buddy braucht nichts zu essen. Der rollt denn irgendwann den Berg hoch und runter. Das erinnert mich ziemlich sehr an hier Arizona 1, bin ich ja komplett ehrlich. Kommen die auch von hinten? Oh scheiße, die kommen auch von hinten. Oh nee. Oh nee, doch. Oh, both sides, friend? Sure, of course. Why not? Gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Nee, die Position. Nee. Alter. Nee, das hab ich. Nee. Alter. Fuck, Alter. Warum denn von beiden Seiten? Und dann mit solchen Waffen, die ich besitze. Gib mir doch einfach ein Stromgewehr, dann wäre das doch kein Problem. Aber so. Ah. Nee, ich hätte, glaube ich, da einfach. Nee, das war total dumm, da in der Mitte zu rushen. Einfach da bleiben, wo ich dann war. Dann wäre dann, glaube ich, easy gewesen. Ja, das machen wir jetzt besser. Leider ohne Molotow, aber was soll's. So, jetzt kommen sie. Oh, scheiße. War's das schon? Von hier aus? Ja, da kommt noch einer. Ihr habt da. Mach um. Oh, scheiße. Warum macht das denn nicht bumm? Alter, diese Stelle! Ey. Nee, ich weiß auch nicht wie und. Vielleicht einfach gegengerushen? Aber ich habe halt auch gar keine Munition für die Shotgun. Mir kommt das irgendwie vor, irgendwie, ne?
Eine Mine müssten wir eigentlich uns zusammenschustern. Das wäre eigentlich das Ding. Eigentlich Premium, glaube ich. Warte mal. Kann das sein? Nee. Die Wumme ist eigentlich komplett voll. Warte mal. Wir bauen uns eben eine Mine und dann schmeißen wir die einfach irgendwo hin. Oh, guck mal. Extra Munition. Was? Nehmen wir alles mit. Lololololo. So. Also ich hätte jetzt gerne eine Mine. Kann ja wohl nicht sein, Alter. Da vermine ich jetzt einfach alles. Das kann weg. Das hat eh keinen Sinn. Das explodiert sowieso nicht, aber wir können es ja trotzdem mitnehmen. Dann zünden wir einmal direkt hier die Mine und dann da auf der... da vorne irgendwo und dann mal gucken, wie es wird. Und da ist noch ein Molotow. Warte mal. Machen wir so. Machen wir den dahin. Machen wir so. Jetzt wird's, geil hier, warte mal. Dann machen wir da hin. So, so. 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 Und so. In der Hoffnung, dass es auch Bumm macht. Ja, die eine Mine hat schon mal einen Sprung gemacht, das ist schon mal ein Problem. Aber das hat Bumm gemacht. Das ist jetzt gezogen und... jawoll. Schaut da aus. Oh, eine Waffe. Scheiße. Ja, jo, jo, jo. Jawoll. Das lag doch schon etwas besser. Ja, ich glaube, das haben wir. Hoffe ich jedenfalls. Scheiße. Okay. Unser Doggy kümmert sich schon um dieses miese Drecksvieh hier. Oh. Munition? Scheiße. Alter, was kommt denn hier alles? Oh, 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 oh. Fuck you. Oh, was ist denn das hier für eine Stelle, Alter? Das ist ja okay, ey. War's das? Nee, ey. Die Granate konnte ich auch einfach nicht zünden. Und die Mine da ganz vorne irgendwo, die ist irgendwie auch nicht hochgegangen, wa? Alter, was ist denn... also irgendwie die Mine, ne? Hä? Was ist denn jetzt los? Warum kommt denn die Musik jetzt wieder? Geht's jetzt hier weiter, oder? Ja, das will ich nicht. Ich will meine Mine wieder haben. Die ja so super hochgegangen ist. Molotow. Den nehme ich mit. Da siehst du. Ich verstehe das nicht. Warum geht denn das nicht hoch? Das Scheißding. Schleppen wir jetzt einfach mit. In der Hoffnung, dass das denn irgendwie hoch. Oder. Danke. Aber eigentlich. Fällt mir mal so nebenbei auf, die Mine ist eigentlich irgendwie total OP, ne? Wenn es da einfach in irgendeiner Zombie-Masse und irgendwann geht es halt selbst in die Luft und man verliert halt auch gar keine HP. Hä? Und wenn man so hinlegt, dann explodiert die halt absolut gar nicht. Naja, check ich nicht. Oder muss man die direkt auf den Zombie schmeißen, damit... Nee, macht gar keinen Sinn. Ist ja so oder so auch schon mal explodiert. Check ich. Diese Stelle war echt hardcore. That's got to be the Campanero sewer outlet. Ui. We can follow that like all the way north to the army guys. Aber die Stelle war echt hart. Bin ich ja komplett ehrlich. Ey, da ist ein Kürbis. Lul. Kann man damit irgendwas machen? Ist das irgendwie... kann man den aufsetzen oder wie? Habe ich irgendwie was auf dem Kopf? Nee. Warte mal kurz. That can't be good for me psychologically. Okay. Habe ich schon auf dem Kopf, toll. Scheiße. Ach Mann, warum?
diese alte Drecksau. Die Mucke schon wieder, ne? Na? Ui, da hätten wir doch endlich mal so ein fettes Gewehr. Das nehme ich lieber mit, als die Shotgun. Ah, da kommt er langsam angedackelt. Ich wollte schon sagen, wo er denn ist. Ja, Fleisch direkt mal nehmen, ja. Zu mir nehmen. Jawohl. God bless America. Wir sind wieder im Spiel. I guess somebody's plan wasn't well planned. Huh. Ja, Munition, danke. Jo. Komm, wir versuchen es mal. Wir schleppen einfach die Mine mit. Die ist gezündet. Die ist jetzt gezündet, so. Und sobald ein Zombie oder mehrere Zombies am besten in meine Nähe kommen, dann macht es einfach Bumm. Und wir verlieren keine HP. Hoffe mal, dass es jetzt wirklich so ist, weil es war die ganze Zeit so und ich wette, jetzt verlieren wir HP. Safe. Mal gucken. Da sind ja ein paar. Da können wir dann Bumm machen. Bin ich ja mal gespannt, ob es so geht. Aber eigentlich total für den Arsch, weil wir sind ja ein paar explosive Fässer. Aber da kommen auch schon andere. Danke. Oh, wobei. Und sicher doch. Oh, die haben schon wieder Bumm gemacht, einfach so. Ja, wow. Na gut. I'm gonna need ammo soon. Scheiße. 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 Sure would love some more ammo. What a good dog. Die Waffe hat aber auch nicht so viel Munition. Ey. Die ist schneller leer, als man gucken kann. Scheiße, 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 scheiße. Warum kriege ich hier keine Munition? Nee, ich bin leer. Scheiße. Hier. Oh, 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 das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Scheiße. Ja, was ist denn alles? Hier, Molotow. Jawohl, das war meine Rettung. Boah, ja, geil, Alter. Ohne den Molotow hätte es echt scheiße ausgesehen. Cool. Alter, was die jetzt hier von mir verlangen hier, was da alles ankommt, ist ja anders wild. Kann man nicht einfach hier rein irgendwo oder? Hier Munition ein bisschen. Boah, was kommt denn alles an, ey? Jawohl. Muss man die eigentlich hier alle gerade killen oder kann man irgendwo. Alter, was ist denn das für ein fetter Typ? Buddy. Brauch dich mal. Jawohl, zerfleischt den ordentlich, den alten Eiermann hier. Er lebt leider noch. Und leider keine Munition hier. Ja. Ja. Ein Problem hier. Buddy? Na, warte mal kurz, was haben wir gleich? So. Lebt hier noch einer? Ich höre irgendwas. Ne, was war denn noch? Ja. Okay, ich glaube, wir haben es jetzt überstanden, oder? Boah, Alter, das war aber. Das war anders wild. Hier kommt man auf jeden Fall nicht rein, scheinbar. Das ist ja kein Griff. Kann man hier hochklettern? Ne. Da ist noch Munition. Das geht ganz schön zur Sache, bin ich ehrlich, Alter. Also ohne Molotow und ohne Granate hätte es ziemlich düster ausgesehen. An Munition, dann geht's scheinbar hier oben nach weiter. Ganz schön wenig Munition, bin ich ja ehrlich, ey. Warte mal, Buddy, du hast doch hier meine Shotgun, ne?
Warum hast du denn die Hand in der Hand? Nee. Wir spielen jetzt nicht hier. Nee, du hast gar keine Shotgun von mir. Die habe ich einfach. Ja, scheiße. Dann nimm dich. Alter, das wird ja immer krasser hier, ey. Umso weiter man echt kommt, ey, umso mehr und umso schwieriger wird's echt. Krass, krass. Pizzastück ist hier. Munition. Für unsere dicke Wumme. Sehr geil. Nehmen wir alles mit, natürlich. Was ist hier? Oh ja, ist auch noch was Schönes. Aber mehr ist dann hier auch nicht, glaube ich. Ja gut, bevor es weitergeht, würde ich sagen, beende ich erstmal ab hier diesen Part. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Arizona Sunshine 2 wieder. Haut rein, ihr Ficker!